Österreichs Bevölkerung wächst und wird älter. Wie sehr, belegt die Statistik Austria mit einer aktuellen Prognose. 2030 wird Österreich voraussichtlich 9,33 Millionen Einwohner zählen. Zum einen durch Zuwanderung bedingt, zum anderen, wir werden deutlich älter, sagt Franz Ebner von der Statistik Austria. Die Lebenserwartung steige weiter. Die Zahl der Pensionisten wird bundesweit um ein Drittel auf 2,15 Millionen im Jahr 2030 steigen. In Oberösterreich wird das Bevölkerungswachstum geringfügig niedriger ausfallen, aber Oberösterreichs Bevölkerung altert schneller als im Bundesdurchschnitt, sagt Landesstatistiker Werner Lenzelbauer. Und das mit allen Konsequenzen, auf die die Politik wird reagieren müssen. Oberösterreichs Bevölkerung befindet sich längst im Umbau. 2011 hat die Zahl der Personen über 60 die der unter 20-Jährigen schon überholt. Im Jahr 2030 wird die Zahl der SeniorInnen und Senioren über 65 um rund 100.000 auf 362.000 gewachsen sein. Sie machen dann bereits 23,3% der Gesamtbevölkerung aus, derzeit 18%. 60 und älter werden in der Gesamtbevölkerung mehr als 30% sein. Rund 100.000 Personen werden 80 Jahre oder älter sein. Die Altersgruppe der Jungen bis 20 Jahre dürfte sich auf dem derzeitigen Niveau stabilisieren, sagt der Statistiker. Ursache dafür ist aber, wie in ganz Österreich, die kontinuierliche Zuwanderung. Die Prognosen der Statistiker gehen noch weiter. Bei der Landtagswahl 2015 waren 30% der Wahlberechtigten über 60. Zur Mitte des Jahrhunderts werden die Senioren die größte Wählergruppe sein, bei der Landtagswahl 2051 wird die Altersgruppe ab 60 jeden zweiten Wahlberechtigten stellen. Wir stehen vor einer sukzessiven Gesamtveränderung der Bevölkerung, sagt Oberösterreichs Seniorenbundobmann Josef Akuntreitblatt Züringer. Die Analysen der Statistiker waren Thema des ersten Seniorendialogs des VP-Seniorenbundes gestern in Linz. Die nächste Herausforderung werde die Finanzierung der Pflege. In Oberösterreich sind rund 82.000 Personen pflegebedürftig, 2040 werden es rund 125.000 sein. Land und Gemeinden in Oberösterreich zahlen rund 100 Millionen Euro netto für Pflegeleistungen, bis 2050 prognostizieren die Statistiker einen Anstieg auf etwa 660 Millionen Euro. Bis 2020 läuft der Bundespflegefonds, dann werden wir neue Lösungen suchen müssen, meint Akuntreitblatt Züringer. Dann müsse entweder budgetär vorgesorgt oder, wie in Deutschland, eine Pflegeversicherung eingeführt werden. Doch diese stehe derzeit im Widerspruch zu den politischen Zielen, die Lohnnebenkosten zu senken.